D95 325D. D für Diesel. 197 PS, 430 Newtonmeter haben die Serie. Und wir machen unsere Stufe 1. Ihr wisst, beim Diesel geht auch gut Leistung, aber vor allen Dingen geht der Drehmoment. Beim Diesel ist das Drehmoment ja das Wichtigste, ja? Weil es ist ja kein quasi, es sind ja keine Hochdrehzahlkonzepte. Diesel dreht immer weniger als ein Benziner, ja? Und dementsprechend kommt auch beim Diesel teilweise schon mal 1500, 1800, 2000 Drehungen, volle Leistung, volles Drehmoment, ja? Und das ist, was man beim Diesel merkt und das ist, was man beim Diesel haben will, ja? Heute wieder ein kurzes, knappes Prüfstandsvideo. Vorher messen, programmieren, nachher messen, Feierabend. Das machen wir jetzt. Ob der 197 PS macht, finden wir raus. So, eine Stufe. So, 197 PS soll er haben, 207 PS hat er. Also 10 PS mehr als Angabe. 430 Newtonmeter soll er haben. 428,8 Newtonmeter haben wir gemessen. Ja? Nochmal so viel zum Thema. Der Maha wäre nicht genau und andere Prüfstände sind genauer. Schwachsinn. Das ist der genaueste Prüfstand, den Geld kaufen kann. Ja? So, also gute Basis haben wir. Drehmoment legen wir gleich mal ordentlich was drauf. Leistung auch und wie viel, das sehen wir gleich. Starring Alex the Destroyer. Also, so, wir haben 325D, heute ist 325 Tag, wir haben gerade 325i gemacht, jetzt machen wir 325D. Gemessen hatten wir uns 207 PS und ich glaube 428 Newtonmeter. 430 Newtonmeter soll er eigentlich haben, 2 Newtonmeter weniger, kriegen wir hin. Und 10 PS mehr hat er aber gemacht als Serie. Jetzt haben wir Stufe 1 drauf und jetzt wird es drehmomentmäßig auf jeden Fall richtig Kasala geben. Mal gucken, was bei Leistung rauskommt. Ich weiß es ja. Also, ich weiß es ja ungefähr schon. Ne? Aber ihr seid gespannt, ihr dürft gespannt bleiben. Und jetzt gibt es wieder hier original einmal hier auf ja, diese Power. Also, meine Stufe. 207 PS hatten wir, 260,7 PS haben wir now. Ja, das heißt, wir haben 53 PS mehr. Jetzt kommt das Heftigste. Wir hatten 423, 28 Newtonmeter, komm, scheiß auf die 5, ist mir auch egal. Und jetzt haben wir 526 Newtonmeter. Ja, also wir haben gute 100 Newtonmeter mehr. Und jetzt machen wir mal wieder den Vergleich Vorherkurve, Nachherkurve. Moment. So, sagen wir jetzt mal bei 2400 Umdrehungen, da wo man das Auto quasi fährt, wenn man Gas gibt, haben wir jetzt quasi gute 40, 50, 60, 70, 77, 7, sag schon hier, was haben wir denn hier? 40, 50, 60, 70, so. Mann, jetzt kann ich schon gar keinen Kopfrechner mehr. 37 PS mehr, so 37 PS mehr und 108 Newtonmeter mehr bei 2500 Drehungen. Also, liebe 325D-Freunde, ihr habt einen 3 Liter, ruft uns an oder 325D, 525D, alles die gleiche Kiste. Ja? So, gibt es natürlich auch mit verschiedenen Leistungen, wisst ihr, Motor sowieso eh im Großen und Ganzen gleich. Das war's von mir, diese Power, Drehmoment 530 Newtonmeter, 526 Newtonmeter, ist eine Ansage. Subscribe, liken, teilen, bis zum nächsten Mal.